bringt euch zu... Scheiße, so war das nicht geplant. Ich dachte, der Stuhl stößt gegen die Couch und hält mich auf. Ich wollte mich zurücklehnen für euch. Oh Mann. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier mit dem ersten Call of Duty Advanced Warfare Gameplay auf meinem Channel. Und oh mein Gott, was war das denn? Oh, was mache ich gerade? Wie lange haben wir auf dieses Game gewartet, Leute? Ich bin so hyped darauf. Und jetzt ernsthaft, Leute, in meinem Freundeskreis und bei mir persönlich war das wirklich der größte Hype auf ein Call of Duty, den ich jemals hatte. Ich habe mich noch nie so sehr darauf gefreut. Und auch die ersten Tage noch nie so viel Spaß am Game gehabt. Black Ops 2 kommt gerade noch mal so ran, aber ist eigentlich gar kein Vergleich. Überlegt mal, Leute, es ist ein komplett neues System und die Entwickler haben wirklich die besten Dinge aus den alten Call of Duties übernommen. Und das fällt keinem auf, weil es nicht mehr existiert, aber sie haben auch die schlechtesten Dinge aus den alten Call of Duties komplett weggelassen. Und natürlich fällt es keinem auf, weil es nicht mehr da ist, aber mir ist es aufgefallen. Denkt mal drüber nach, was ihr alles nicht in dem Game habt, was euch damals genervt hat. Und jetzt komme ich erstmal ein bisschen runter, Leute. Ich erzähle euch gleich eine richtig versuchtete Story. Vorher was zum Gameplay. Das Ganze ist mit der KF5 auf Green Band erspielt. Eigentlich eine richtig nice Map. Und ist die beste Submachine Gun im Spiel, die KF5. Ich spiele sie mit Schaft und ihr denkt jetzt bestimmt, Submachine Gun mit Schaft? Bist du eigentlich behindert? Eigentlich, ja, eigentlich wäre ich behindert. Und ich bin auch ein bisschen behindert. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich die KF5 mit einem Schaft spiele. Und zwar... In dem Game ist Schaft auf Submachine Guns vollkommen legitim und richtig gut. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Vertraut mir einfach. Und ich muss euch ernsthaft sagen, Leute. Es ist Montag, 13.58 Uhr. Ich hab wirklich... Ich sag's ganz ehrlich, ich muss hier keine Ausreden oder so finden. In der Zeit, ich hab's jetzt 4 Tage gezockt, noch kein so anständiges Gameplay erspielt am ganzen Stück, dass ich euch das gesamte Gameplay zeigen kann. Deshalb, ich sag's so wie es ist, habe ich einzelne Teile, eigentlich die besten Clips aus verschiedenen Spielen, beziehungsweise 2 verschiedenen Spielen, für euch zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, es wird natürlich in Zukunft nicht mehr vorkommen. Ich habe aber nur gegen YouTuber, Competitive Player und Schwitzer gespielt, weil ich so früh hatte und da kommt jetzt gleich die Story dazu. Das zweite Gameplay ist ein ganz kleines Stück, ist mit der AK-12 erspielt, die identisch ist mit der AK-12 aus Ghost und eigentlich die beste AR im ganzen Game ist. Ich wollte euch einfach nur 2 verschiedene Waffen, eigentlich die besten aus den 2 besten oder meistgenutztensten, genau, Klassen aus Call of Duty zeigen, also Submachine Guns und Assault Rifles, und ich komme jetzt erstmal ein bisschen runter und erzähle euch gleich eine Story. Aber vorher, Leute, guckt euch diesen Teil an. Den einen Player da hinten sehe ich. Den kill ich von hinten. Er kann da nichts machen. Aber der zweite sieht mich so früh und kann früher schießen. Und was mache ich? Oh mein Gott! Xbox, nein. Aus. Mach aus. Er muss sie einfach ausmachen. Das hat keinen Sinn, Digga. Wirklich, mein Freund. Mach einfach aus. So, aber jetzt zu der Story, Leute. Ich wollte das Game wirklich früher haben. Natürlich, um es früher zocken zu können und mich darauf einstellen zu können. Und das Leveln weniger, denn ich habe relativ viel gerealized im Gegensatz zu meinen Freunden, die es viel mehr gespielt haben. Aber es war auch eine Art Herausforderung, jedes Jahr immer dasselbe, das Game einfach früher zu bekommen. Und deshalb habe ich mit meinen Freunden einfach so viele Stores in Berlin angerufen und gefragt, wann sie es bekommen. Und einer meinte, ja, das war am Donnerstag, beeilt euch mal, heute könnte vielleicht so um 13 Uhr ungefähr der UPS-Bote kommen. Und da könnte Advanced Warfare drin sein, also laut der Paketverfolgung müsste es so sein. Ich und mein Freund erstmal so um 10 Uhr wollten wir vor allem trainieren gehen. Wir kommen so ganz nah am Trainingsstudio vorbei und denken so, wollen wir jetzt wirklich trainieren, und fahren einfach weiter und direkt zu dem Laden und erstmal vor dem Laden, also ein bisschen weiter weg, nicht direkt davor, gewartet und ab und zu angerufen, ob jetzt neue Informationen dazu da sind, und falls er gesagt hätte, ja, er hat das Game, hätten wir uns das abgeholt am Donnerstag. Oh mein Gott, Leute, so versuchtet. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu, ihr denkt euch sowieso euren Teil. Am Ende haben wir es, ich hab's immer gesagt, von ROX Games bekommen. Ich hab's euch immer gesagt, in jedem Video, wo ich was davon geunboxed habe, Leute. ROX Games, bester Store. Wir haben auf Abholung bestellt und am Donnerstag sagen die einfach, ja, ab 18 Uhr könnt ihr es hier in Hamburg abholen. Und dann sind ein paar meiner Freunde losgefahren. Danke dafür. Also ich glaube, ich wäre nicht mit nach Hamburg gekommen. Bin ich ja auch nicht. Und darum bin ich wirklich zufrieden, dass die es gemacht haben. Richtig glücklich. Haben die es am Donnerstag abgeholt. Und ich habe es am Donnerstag gespielt. Und Leute, ohne Spaß, keine Lobby gefunden. Es gab keine Lobby. Es gab nur eine mit Ali A, einem Kumpel von ihm, und 2 Randoms. Immer dieselbe Lobby, über Stunden gespielt. Das heißt, wir waren locker unter den ersten 20 oder 30 Playern online. Hat aber nicht viel gebracht, weil man nur gegen schlechte Spieler, schlechte Lobbys hat. Also gegen gute Spieler spielt.
oder Spieler, die einfach nur abfacken. Und deshalb konnte ich nichts erspielen, Leute. Das Game ist richtig geil. Ich bin richtig hyped drauf. Ich will wirklich eure Meinung dazu hören zu dem Game. Und die nächsten Gameplays von mir werden wirklich, wirklich gute Gameplays. Ich bin wirklich mittendrin. Meine Fingerkuppe ist zwar taub und ein bisschen eingeschlafen, aber ist ganz okay, Leute. Was denkt ihr zum Game? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut, warum stehe ich auf? Raus.